Nützlich für ein Update. Bleibt dran, wieder ein mächtiges Video. Die Fahrerei gestern mit der großen, mit der 1250er, war eine ganz große Freude. Mit der fange ich jetzt nämlich auch an. Vielleicht zur allgemeinen Info, hier beim Pressetest sind wir gefahren von Malaga nach Granada und wirklich mit einem 60%igen Offroad-Anteil, hätte ich jetzt mal gesagt. Und da sind die beiden Bikes ja genau das Richtige, weil diese GS Adventure-Palette richtet sich ja an alle, die sagen, sie möchten eine wirklich große Tour machen, sie möchten ein bisschen Offroad fahren. Die haben nämlich beide mehr